Aldemar HD. Toll. Diesmal gibt's kein schönes Wetter über La Rochelle. Unfassbar. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit U-Boot. So, folgendes. Wir sind erfolgreich von unserer südlichen Mission zurückgekehrt. Ich habe weitergespielt ohne euch, also mit euch, aber dann ist mein Chefgame auch gekackt und zwar hatte ich hier eine Mission. Da war nichts los, es war super langweilig, erfolgreich abgeschlossen, aber dann ist mein Spiel abgestürzt und wir sind wieder da, wo ich dann hatte quasi angefangen. Naja, passiert halt. Gibt Missionen, die langweilig sind, Gott sei Dank ist die abgestürzt, also musstet ihr die nicht sehen. Aber es kann wieder passieren. So, wir sind in La Rochelle. Wir sind ohne Vorkommnisse zurückgefahren von der letzten Mission. Also die ihr die gesehen habt und jetzt nehmen wir erstmal eine neue Mission an und ich bin momentan dabei Toiletten zu erforschen. Nämlich wir haben Metox erforscht. Gute Arbeit. Aber ich muss sagen, davon bin ich überhaupt nicht begeistert. Also irgendwie gibt es irgendwelche Befehle von Kommandobehörde? Dies so. Sind die heutigen Aufträge vom BDU. Jawohl. Streng geheim. Streng geheim. Spionage Portsport, Patrouille Sektor BD oder Flottille La Spazia Port anschließen. Dann hat man wahrscheinlich Missionen im Mittelmeer. Das Ding ist, ich kann es euch jetzt sagen, ich habe das mal probiert. Ja, zwar nach dieser gescheiterten Mission dachte ich, okay, komm, wir machen mal La Spazia. Da müssen wir durch die Meeresenge Gibraltar und das ist, also noch nicht. Ich bin da direkt zerbombt worden, das war Geschichte. Deswegen dachte ich, ich will jetzt nochmal nicht mein U-Boot verlieren. Hab geladen, also hier sind wir wieder. Ich würde sagen, wir machen Sektor BD. Ja, eine ganz normale Patrouille. Spionage, Portsport ist... Wir machen lieber die hier. Ich weiß ja nicht, wir machen erstmal eine längere. Weil ich muss ja auch forschen. Aber wäre halt geil, wenn wir unterwegs was machen könnten. Gefallen können wir noch nicht machen, wir haben noch nichts freigeschalten. Rekrutieren brauchen wir nicht. Weil unsere Leute müssen noch ein bisschen lernen. Ich habe, glaube ich, mein Captain hat einen Fähigkeitspunkt. Den hatte ich auch schon mal hinzugeteilt, aber das muss ich alles nochmal machen. So. Dann der gute Herr. Hans Fischer. Jawohl. Wir wissen, ob in den anderen, in den anderen Häfen auch irgendwas ist. Wir könnten ja auch uns in einem anderen Hafen anschließen. Speck. Komm, wir Speck verkaufen mal kurz. Weil wir haben auch nicht viel Platz. Das ist so... Wir nehmen mal hier Käse haben wir noch. Wir haben eigentlich noch genug. Wir haben auch immer noch Obst. So, dann... Nehmen wir mal hier schön. Oh, schade, gibt nicht genug T2-Torpedos. Ich wusste das, aber ich wollte nichts überraschend tun. So. Heck. Nicht vergessen, habe ich nämlich. Kraftstoff. Kraft mit Stoff. Auftanken. Gegenstände. Können wir ruhig, wir haben so viel Kohle. Dann nehmen wir hier die Kleinwaffen mit für Missionen und Atemgeräte könnten wir ja noch. Ne, wir lassen mal einen Slot frei. Munition. Für. Das Panzer bräuchte Munition für die Flak. Und Maschinengewehr haben wir noch. Kartoffeln, bla bla bla. Alles gut. So, jetzt Schiff verbessern. Und zwar folgendes. Hier gibt es gar nicht so viel zum Verbessern. Also das meiste habe ich alles gar nicht. Dieselmotoren und so. Haben wir, glaube ich, einmal geupgradet. Aber, ne, hatten wir gar nicht. Das muss ich erst erforschen. Guck mal hier. Da wissen wir, einer am Pennen. Und zwar müssen wir Schnorchel erforschen. Bei Dieselmotoren. Hier. Schnorchel. Guck mal, mit Anti-Radar-Überzug. Bam! So. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Hier gibt's halt sonst gar nichts. Ja? Überhaupt nicht. Hier ist das, ist der Funkraum. So, folgendes. Wir haben hier einmal Metox und einmal Borkum. Funkbeobachtungsgerät der Stufe 2. Gibt's keine für den Feind registrierbare Strahlung ab. Hat dafür auch eine geringe Reichweite. Funkbeobachtungsgerät der Stufe 1. Das Radarwellen registriert nur ein lautes Warnsignal über die Bordlautsprecher ausgibt, wird vom Horchraum aus gesteuert und funktioniert nur an der Oberwasseroberfläche. Dafür müsste ich den Funk an den Horchraum setzen. Dafür habe ich schon zu wenig Leute, deswegen nehme ich lieber den hier. Ein besseres Funkgerät, weniger Dingens, aber sicherer. Und sonst, das war's. Ja? Toll, oder? Wir haben jetzt den Schnorchel, einen besseren Funker. Turm können wir nicht upgraden, das werden wir jetzt als nächstes jetzt erforschen, wenn die Toiletten fertig sind. Aber wie auch immer, los geht's. Ohne viel Blabla. Auf Wiedersehen. So, dann wollen wir mal los. Komm, ihr kriegt jetzt hier direkt mal... Du gehst auf Beobachtung, du bist am Kartentisch, du bist bei den Diesel und du machst irgendwas anderes. Du gehst Karten spielen, ja? Gehst den Leuten mal ein bisschen, dingseln. So. Komm mal an Bord. So, da ist er. Kurs setzen, wo müssen wir hin? BD, müssen wir erstmal hier... Standardkurs raus...
Kurs setzen. Jawohl. La Rochelle. So, dahin. Okay. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Legen Sie den Kurs an. Nordatlantik. Nice, hat er wieder hier. So, nochmal raus. Jawohl. Das ist ein U-Boot, dieser sich Kontakt. So, und vorwärts. Halbe Fahrt. Sollten 30% haben. Ja, zum Disziplin. Danke nochmal für die Tipps. Und zwar, blaues Licht ist wichtig. Was macht es? Es leuchtet blau. Und Ventilation anmachen für die Moral. Also, das wusste ich halt nicht. Im Tutorial, das ist mein Tutorial, ist auch dreimal abgekackt. Also, danke nochmal für die Tipps. Oh, ich muss auch Kompressor anmachen. Komm, machen wir jetzt erstmal. Die Bilge ist bestimmt wieder voller Wasser gelaufen hier. Jetzt mal die Pumpe an. Hier ist der Lichtschalter. Guck, hier ist überall... Kann auch hier so raustragen, so. Ja, 26, so, raus mit dem Wasser. Und dann ist in den anderen Schippen. 99 Maschinenraum, das gibt's doch nicht. Hauptlager. Das Wasser da rein tun hier. Haben wir ein bisschen Frischwasser? Nein. Nee, im Ernst? Ist es weg? Kombüse, Lager öffnen. Hauptlager, Käse rein. Wir müssen ja abwechselnd hier Essen schaffen. So, jetzt müssen wir den Typen hinten mal zusammenscheißen. Toilette putzen. Diesmal sind nur 5%. Ein Matrose der Kriegsmarine ist stets wachsam. Genau. Schande über unser Volk, U-Boot. Entschuldigung. So, gucken wir mal. Lassen die Zeit mal laufen. Ich will jetzt gerne wissen, ob trotzdem immer noch Wasser da ist. Ja, wir lassen es mal schnell laufen. Also, wie gesagt, ich hatte die Mission... Nach der letzten Folge haben wir das gemacht, was wir jetzt erst gemacht haben. Das war hier, sind wir hingesegelt, nichts passiert. Und dann dachte ich, okay, komm, wir machen mal eine Fahrt durch La Pazia. Da hatte ich auch aufgenommen, bin aber dann direkt gesunken, sobald ich das erreicht hatte. War irgendwie klar, aber ich dachte nur, mal gucken. Ja, vielleicht wird es ja cool, aber das machen wir später. Wir machen es noch. Das Problem ist, was mich getötet hat, war die Disziplin. Aber da habe ich vergessen, die mit Ventilation und so zu benutzen. Also das ist echt ein bisschen tricky. Man bräuchte Hotkeys, Ventilation und Knöpfchen, um alles zu drücken, was gemacht werden soll und so. Weil jedes Mal einen anklicken und dahin schicken, ist halt auch blöd. Ja, finde ich. Hallo. Felix West wollte nicht arbeiten. Willst du mal Karten spielen? Jawohl. Und du gehst mal hier zum Dingens. Oh, wir müssen auch die Dinger nachladen, die Torpedos. Kapitän, Herr Kaloy, Herr Kaloy. So, der hat auch noch zwei. Auf die Brücke brauchen wir noch keinen Kapitän, setzen. Herr Kaloy. Achso, so, der Herr Graf hat ein Level, ja, der Herr Graf hier. So, und zwar Fähigkeiten. Können wir jetzt entweder sagen, er ist gut mit dem Geschütz. Oder der Offizier verfolgt feindliche Schiffe per UZO und Periskop 25% schneller. Zusätzlich ist das Periskop im manuellen Modus stabilisiert. Aber ich würde eher das hier nehmen. Das bringt uns mehr. Die anderen haben alle kein Level, glaube ich. Herr Kaloy, Kapitän. Ja, nee, stehen wir alle kurz Herr davor. Kaloy. Und er sogar nochmal. Super, okay, los geht's. Ja, kann sein, dass diese Folge nichts passiert. Also stellt euch mal auf nichts ein. Der West spielt Karten. Hat er Kapitän. Sich verdient. Und der Loris macht jetzt mal Dingensbummens. Leitender Ingenieur, Arzt, bla bla bla. Kapitän. Funkoffizier. Ey, unser... Wow, unser Funkgerät hat ja echt kaum Reichweite. Vielleicht machen wir doch wieder das andere an. Guck, jetzt ist alles wieder außer Reichweite. Was sollen wir hier Leute ransetzen? Haben wir da mehr Reichweite? Ne, wahrscheinlich nicht. Doch! Wie sollen wir denn dann Sachen übermitteln? Ist halt blöd. Vielleicht machen wir doch wieder das alte an, aber dann erkennen die uns auf 2 Meter Entfernung. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Ja, dann kannst du jetzt mal wieder hier, pass auf, du gehst jetzt mal Karten spielen und du gehst jetzt mal nochmal in den Maschinenraum. 2 Leute mit, wir wollen Sprit sparen. Und der Herr Loris macht jetzt mal hier Torpedos auf. Das muss man nämlich auch manuell machen. Kapitän. Leider, das machen sie nicht von selbst. Aber wohl dachte ich das immer. Man muss auch mal jeden einzeln Bewegung. Machen. Los, schneller. Guck mal, da schlafen sie drauf. Da ist doch gar kein Platz gewesen, ja? Normalerweise hätten 4 reingemusst und 2 bleiben außerhalb stehen.
Naja, auf geht's. Warum ist eigentlich Westansteuerung und hier steht Nordatlantik? Hafen von Siffi. Irgendwelche Häfen, die schon ansehbar sind? Ich meine, ja, hier. Ja, Halifax, da würde ich mal gerne hinfahren. Und da ein paar Torpedos draufjagen. Muss auch ziemlich cool sein. Hier, verbesserte Toiletten ist bald gelernt. Dauert nicht mehr so lange. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem... Dann nochmal die Pumpe anmachen. Ja, das ist halt immer so... Ja, machen wir das Wasser da raus. Das kann man auch ausmachen. So, alle Torpedos nachladen. Bewegung, los, schneller. Bewegung, Bewegung. Tragen die Eimer eigentlich raus? Ach so, die schütten die... Hierhin. Ach, das wird nur von hier aus rausgepumpt. Ach so. Ach so. Jetzt habe ich es kapiert. Hauptsächlich aus dem Brückenraum. Also schütten sie es einfach dahin. Und hier schmieren sie schön den Torpedo ein. Damit der flutscht. Herr Kaloy. So, rein damit. Sehr schön, sehr schön. Rohr 1 geladen. Bin sehr stolz auf dich. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schön teure Torpedos laden. Bewegung. Los, schneller. Hier kommt nur erste Sahne rein. It's a long way. Ich habe keine Druckluft. Das sehe ich erst jetzt. Oh Mann. Machen wir den Dieselkompressor an. So, Wasser ist überall raus. Wunderschön. Wer sitzt denn da rum? Lorenz? Rohr 3 geladen. Ich habe das genau gesehen, Herr Lorenz. Falsche Richtung, hast du ein Glück. Lass immer die Toilettentür auf hier. Ich weiß es nicht. So, Lorenz. Da! Amman! Arrest! Müsstest du merken, Lorenz. Amman. Ein Matrose der Kriegsmarine ist stets was. Merken wir uns mal den Namen Lorenz. Also wenn ich das zweite Mal erwische, gibt es auf jeden Fall Arrest. Genau, diesmal kommt es noch ungestraft davon. Okay, was ist das? Eins ist immer... Also einzelne Handelsschiffe zu finden, ist meistens selten. Abfahrtkurs berechnen. Zu Befehl. Haben wir das eingeholt? Ah, es ist U-Boot. Schade. Aber so viel Glück wie beim letzten Mal. Mach's gut, Sichtkontakt. Außer Reichweite. Vielleicht baue ich doch wieder das alte rein und mache das Metox-Gerät rein. Es wäre toll, wenn ich einen zweiten Funker hätte, der immer am Horsch-Dingens sitzt. Das ist halt blöd, ne? Also, ja, geringere Reichweite. Damit kann ich überhaupt nichts melden. Das heißt also, wir haben einen Nachteil in Sachen Punkte sammeln, glaube ich. Ne, jetzt geht's. Guck. Bam. Cool. Kapitän. Doch. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Kapitän. Machen wir nochmal Dingens, ne? Torpedos nachladen. Jawohl. So, dann haben wir alle Rohre nachgeladen. Bewegung. Außer Heck. Schneller. Los, schneller, genau. Er zeigt auf die und sie sollen sich alle mal bewegen. Da ist der Schnorchel. Ich habe den schon mal ausprobiert. Das ist ziemlich cool. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Kapitän. Sehr schön. Ist das cool, ne?
Ihr habt Schichtdienst. Oh, Schluss. So, dann zwei Mann. Warum kann ich eigentlich niemanden hoch aufs Deck schicken? Herr Kaloy, jawohl. Das geht, aber bei ihm nicht. Ja. Sind aber schon genug oben drauf irgendwie. It's a long way to Tipperary. Da sind wir. So, dann fahren wir halt im Zickzack, wenn wir hier sind, so. Ich würde sagen, wir fahren einfach durch die Mitte, so. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Eigentlich machen wir dann so oder so. Aber so ist auch gut. In der Mitte müssten wir doch eigentlich eher was finden. Obwohl sie würden wahrscheinlich... Ich glaube, die meisten Schiffe fahren alle so. Hier und dann hier hin. Also durch diese Quadrat... Das Quadrat... Glaube ich. Vermute ich mal. Wie sieht es aus mit Forschung? 23 Minuten. Ups, jetzt wollte ich ja nicht drauf drücken. Verlassen. Verbesserte Toiletten. Ist bestimmt super für die Moral. Und danach gibt es dann verbesserte Kommandotürme. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Kurz langsamer. So. Research Toilets. Komplett. So, und jetzt, das habe ich schon zweimal jetzt ausgewählt, gepanzerte Kommandotürme. Flugzeuge sorgen jeden Monat für größere Verluste bei unserer U-Boot-Flotte. Die bevorzugte Reaktion auf Luftangriffe besteht darin, abzutauchen. Aber die Praxis gibt es nicht immer eine Möglichkeit oder genug Zeit dafür. Unsere Ingenieure haben Ideen, wie man die Flugabwehrfähigkeiten der unserer U-Boote verbessern könnte. Dank dieser Forschung, bla bla bla. Was ist das hier? Schnorchel haben wir ja schon. Ach, noch ein besserer Schnorchel. Nee. Jetzt bin ich verwirrt. Der Uwe Schmidt, Level 1. So. Wir haben keine Nachrichten, keine zusätzliche Mission. Schade. Aber bis jetzt weiß ich nur, dass wir diese Mission haben mit dem U-Boot-Abschieß, mit dem verlassenen U-Boot aus der ersten Folge. Herr Kaloy? Die wollen aber auch einfach nicht arbeiten, ne? Jetzt aber. Guck mal, ist der tot oder warum winkt der so? So, jetzt 30%. Übrig 8400 Kilometer bei aktueller Nutzung. So muss es sein. So, brauchen wir noch Hecktorpedo. Heck, wir wollen noch geladen sein, sonst dauert alles 10 Jahre. Er hat doch mal selbst nachgeladen. Ich verstehe das halt nicht. Bewegung, Bewegung. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Man sieht das cool aus, oder? So. Bam, 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 bam. Ein Tag, 20 Stunden auf See. Moral ist gut. Drei Wettertaff. Normale Beleuchtung, 10%. So, Rohr 5 ist auch geladen. So, dann gehen wir mal Kartenspielen mit den Leuten. Also es wäre cool, wenn man die Zeit wirklich viel schneller machen könnte. Es ist wirklich so langsam, also wirklich eine Schnellreise. Also mindestens doppelt so schnell. Patrouille erreicht, aus der Reichweite. Guck mal, das geht wieder nicht. Kapitän? Bestätigt. Haha. Ihm geht's gar nicht. Herr Kaloy. Können wir irgendwas anderes geben wie... Nö. Okay, dann geht die Patrouille jetzt los. 2250 Meter. Es ist Nacht bei dem U-Boot. 4 Uhr. Hoffentlich treffen wir jetzt hier keine Nacht. Ich würde schon... Obwohl, nachts ist für uns eigentlich am besten. Aber da sieht man halt zu wenig. Ich wahrscheinlich nicht aufnehmen würde, wenn ich sagen, ja, nachts am besten. Aber, naja. Guck mal, wie weit das schon hier ist. Cool. Boah, forscht ja schnell. 48 Stunden. Wenn wir zurück sind, haben wir da eine bessere Brücke. Bessere Toiletten. Ich bin gespannt, was noch. Wir können ja irgendwie... Ich weiß nicht, so viel gibt es ja noch nicht. Es gibt auch nur das eine U-Boot. Bin gespannt, was die da noch reinbringen jetzt demnächst. Oder was die Roadmap vom Spiel ist. Ups.
Es regnet. It's a long way. Aber ich verstehe nicht, warum ich da nicht noch mehr Leute zufügen kann. Das ging auch sonst immer. Komm schon. Aber die Heimat meldet sich halt auch nicht. Guck mal, jetzt haben wir wieder gut Radiosignal. Irgendwie eine Zusatzmission oder so. Vielleicht war das nur eine Ausnahme bei dem ersten Patrouillengang. Wir haben da einen Konvoi entdeckt oder so, bla bla bla. Nichts. Ja, das passiert. Vielleicht sollten wir als nächstes doch eine Mission nehmen, die irgendwie uns mal zum Hafen führt. So als, ich glaube, das sollten wir schon machen. Aber das ist super gefährlich. Wir müssen mal gucken. Also wir können mal einen Hafen ausspionieren. Und als, oh, was ist jetzt los? Haben wir Kontakt? Anscheinend. Doch nicht. Fortbewegungsmodus. Kann das sein, dass da was gewesen ist? Wenn ich alle wegmache. Kapitän, Herr Kaloy. So. Herr Kaloy. So. Kapitän. Kann er dann welche noch haben? Nee. Verstehe ich nicht. Herr Kaloy. Was, wenn ich den Klaus mal wegmache? So. Und Hilbert Kohler geht mal auf Observation. Guck mal, da geht's. Ist verpackt. Na toll. Ja, wer kann das denn wissen? Dann gehen wir mal zum Kartentisch. Weil dann haben wir ein größeres Sichtfeld. Karten, Tisch. Herr Kaloy. Und ihm fehlen auch zwei Leute. Das haben wir ja weggemacht. So, jetzt aber. Okay, Mission ist gleich erfolgreich. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann geht's gleich wieder zurück. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann haben wir's. Wahrscheinlich schon vorher. Oder jetzt gleich. Ja, dann geht's zurück. Da haben wir den besseren Turm. Kohle haben wir genug. Ich muss mal gleich mal gucken, was wir dann noch upgraden können. Ich würde sagen, wir fahren zu einem Hafen, den wir ausspionieren sollen wegen irgendwas. Und dann gehen wir da einfach selbst was versenken. Ich glaube, das ist die beste Methode, die wir haben. Oder Idee. Ich meine, das wird gefährlich sein. Und ich würde schon gerne mal versuchen, einen Zerstörer zu versenken. Das wäre schon verdammt cool, oder? Oder ein Flugzeugträger. Ach ja. Ah. Außer Reichweite. Patrouille abgeschlossen. Jawohl. Zack. Und das war's. Blablabla. 4 Tage, 6 Stunden, 15.075. Jetzt haben wir mal einen Punkt. So, jetzt mache ich mal langsamer. Ich speichere jetzt direkt mal ab, bevor es wieder abstürzt. Ja. Also, würde ich sagen, ich fahre jetzt wieder alleine zu nach Hause. Sobald was passiert, mache ich die Aufnahme wieder an. Also, sobald wir was sehen sollten. Und, dann machen wir in der nächsten Folge mal, falls die Mission bekomme auch nur, einen Hafen ausspionieren. Okay? Sonst müssen wir überlegen, was anderes. Also, ich will keine gefährliche Mission machen. Es sei denn, da steht Hafen angreifen oder so. Wir können auch mal Häfen ausspionieren. Das geht ja auch. Ich guck mal auch, was wir jetzt für eine Forschung anmachen, wenn wir jetzt zurückfahren. Na gut, das war's von mir, Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei U-Boot. Das speichert jetzt erstmal hier in Ruhe. Und wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Haut rein, Leute. Rühren, wegtreten, Matrosen.